Willkommen zurück und schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema, du hast schon den Titel gelesen, wieso Frauen dich von deinen Zielen ablenken. Und du hast es vielleicht gemerkt, wir haben jetzt in der letzten Zeit nicht so viel über das Frauenthema gesprochen, immer so um umrundete Themen, sage ich mal. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen auf das Frauenthema eingehen, aber natürlich betrachten wir es immer im Gesamtzusammenhang mit diesem Thema Männlichkeit, mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil das eben alles irgendwo zusammengehört. Und es ist auch so, dass ich mich irgendwie weigere, manche Arten von Videos zu machen, die andere Coaches machen. Also ich schaue natürlich auch mal bei den anderen Coaches, schaue, was machen die so, inspiriere mich, lass mich ein bisschen bei denen inspirieren. Aber viele Coaches da draußen machen auch solche Sachen wie die drei Sätze, mit denen du jede Frau rumbekommst oder so kriegst du sie auf jeden Fall ins Bett mit diesem einen speziellen Blick. Und das sind halt wirklich krasse Bullshit-Videos, die dich einfach nur ja, zum Klicken bringen sollen und dann zum Kaufen ihrer super geheimen, krassen Methode. Und es ist halt alles Quatsch. Ne? Und deswegen möchte ich hier schon Videos mit Inhalt machen und deswegen findest du zum Beispiel solche Flirt-Videos hier nicht bei mir. Ich erinnere mich daran, und dahin führt das nämlich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hierhin schon mal erzählt habe, ich erinnere mich daran, wo ich in Berlin war und da war ich im Alexa, dem Einkaufscenter, und dann kam mir so ein Typ entgegen. In Berlin kannte man mich relativ gut und haben öfter mal Leute auf der Straße Hallo gesagt. Und dann, wenn du mich siehst, übrigens auch gesagt mir gerne Hallo. Auf jeden Fall war ich dort unterwegs und dann kam ein Typ zu mir und meinte dann, Tim, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich dieser eine Spruch, mit dem man jede Frau rumbekommen kann? So, dann habe ich ihn angeguckt und habe geguckt, ob er das ernst meint. Und ich so, wie, was? Ich so, hä? Er so, ja, nein, wie ist denn dieser Spruch jetzt? Und er meinte das wirklich ernst. Er hatte irgendwo, hatte man ihm wohl beigebracht, dass es einen Spruch gibt, einen magischen Spruch, mit dem man jede Frau kriegen kann, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ne, das reine Flirten, das reine Erfolg mit Frauen geht auch natürlich auch über die Kommunikation, auch über das, was du sagst, aber auch natürlich ganz viel darüber, wie du es sagst. Und wie du es sagst, darf jetzt nicht falsch verstanden werden im Sinne von, oh, wenn ich nur die richtige Aussprache habe oder wenn ich die richtige Stimmlage habe, dann ist alles wunderbar. Ja, auch das gehört zum Wie dazu, aber was vor allem zum Wie dazu gehört ist, was für eine Art Mann bist du, was für eine Art Mensch bist du, was für eine Ausstrahlung hast du? Ja, wie stehst du im Leben, wie stehst du zu dir, wie sind deine Einstellungen? Das ist das wahre Wie, was kommuniziert werden muss und das ist das Wie, was den Unterschied macht. Wir haben jetzt in den Videos oft darüber gesprochen, aber eben als Beispiel einfach mal, ne, wenn du jetzt einfach sehr schüchtern bist und den Frauen nach dem Mund redest und einknickst und alles machst, was die Frauen wollen, da werden wir auch gleich nochmal kurz drauf kommen, dann ist das halt eine Wie-Kommunikation, die sehr unattraktiv ist. Aber wenn du einfach für dich einstehst, wenn du auch bereit bist, gegen eine Frau zu argumentieren, sag ich mal, oder dich in einen Konflikt zu begeben, wenn du keine Angst hast vor den großen Emotionen der Frau, dann ist es eben auch eine Wie-Art zu sein. Und das eine ist eine attraktive und starke Art und das andere ist eine unattraktive und schwache Art. Und dann ist es halt egal, was für eine Tonlage du machst oder was für eine Tonhöhe du machst oder was auch immer du dir da vorstellst. Das macht halt keinen Unterschied. Es geht halt um das Wie deines Seins, nicht das Wie deines, wie präsentierst du dich. Natürlich ist es auch ein Faktor, verstehe mich nicht falsch, ist auch ein Faktor, wie du dich präsentierst und lern dich gut zu präsentieren. Das ist eine wichtige, wertvolle Sache. Aber das wahre Wie liegt im Sein des Mannes, nicht irgendwo anders. Und darauf gehen ganz viele Channels einfach überhaupt nicht ein. Und das finde ich so schade, alles ist so oberflächlich und so. Die drei Methoden, mit denen du jede Frau kriegst. Und ich habe auch solche Videos gemacht. Ne? Ich will mich da gar nicht von freisprechen. Aber ich finde, irgendwo auf einem Punkt kann man sich halt mal ein bisschen entwickeln und dann merken, okay, darum geht es irgendwie nicht so richtig. Schade, wenn man sich da nicht entwickelt, wenn man dann seinen Zuschauern da nicht die ja, auch richtigen Informationen liefern kann. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen darüber reden, warum Frauen dich von deinen Zielen ablenken. Und das führt uns wieder in dieses Thema auch Attraktivität. In der Pickup-Community kennt man das Ganze so ein bisschen unter dem Begriff Shit-Tests. Ich habe das in meinem Buch immer gerne Vertrauenstests genannt. Also die Frau möchte einfach sehen, kann sie dir vertrauen? Und deswegen kann es passieren, dass Frauen in längeren Beziehungen, aber auch in kürzeren Affären und sehr kurzen Beziehungen, die Länge ist hier wirklich egal, ganz klasse Betonung nochmal, Länge ist hier nicht so wichtig, kann es einfach sein, dass die Frau dich von deinen Zielen ablenkt. Dass die Frau dich versucht, so ein bisschen abzulenken, vielleicht zu verführen, mit ihren weiblichen Gaben dich zu umgarnen und dich so ein bisschen von deiner Zielsetzung abzulenken. Und dann nehmen wir mal an, du sitzt jetzt zu Hause an deinem PC und machst irgendwas Wichtiges für ein Projekt, was in deinem Leben jetzt gerade wichtig für dich ist. Und die Frau versucht dich eben abzulenken, wenn wir dir irgendwie einen Film gucken oder so. Und lass doch kuscheln, lass doch rumliegen. Aber eigentlich willst du gerade, naja, eigentlich arbeiten. Willst du an deinem Projekt arbeiten. Und es ist eben oft so, dass Männer, bestimmt 95% der Männer, da so ein bisschen diesen Mittelweg fahren und dann sagen, ja, okay, dann mache ich es halt meiner Frau irgendwo recht. Aber eigentlich, was ja auch in Ordnung ist, es ist ja auch schön, mit der Frau Zeit zu verbringen. Das ist nicht der Punkt.
Aber eigentlich würde ich lieber an meinem Projekt weiterarbeiten. Das heißt, du bist gar nicht so richtig dabei, du bist nur so halbarschig dabei oder du gehst mit der Frau irgendwie shoppen, weil sie Lust drauf hat, aber du eigentlich gar nicht so wirklich, sondern möchtest dich eigentlich einer ganz anderen Sache widmen. Und die Frau spürt das natürlich auch. Die Frau spürt, wenn du nur halbherzig dabei bist. Und das ist halt, ja, das ist einfach nicht ein good practice. Also so solltest du es einfach nicht machen. Und das ist der Moment, wo die Frau dich dann erfolgreich ein bisschen von deinem Weg abgelenkt hat. Und glaub mir, auch die Frau ist auf einer gewissen Ebene nicht glücklich damit. Natürlich freut sie sich, dass du mitkommst zum Shoppen, aber auf einer anderen Ebene denkt sie sich, okay, schade, dass ich meinen Mann so leicht ablenken kann von seinen Zielen, weil wenn du deinen Zielen klar folgst, wenn du eine klare Struktur hast, wenn du auch klar Nein sagen kannst, dann gibt es der Frau eben ein großes Sicherheitsgefühl mit dir. Es gibt dir das Gefühl, dass du in der Welt klarkommst, dass die Welt dich nicht so leicht ablenken wird und dass auch sie dich nicht so leicht ablenken kann, auch wenn sie sich natürlich freut, wenn sie sich dann am Ende des Tages überzeugt kriegt, wenn wir uns jetzt mal den sexuellen Horizont vorstellen, naja, wenn sie versucht, dich zu verführen, aber merkt, du hältst dir da stand, dann ist es auf der einen Seite auch eine frustrierende Erfahrung für eine Frau, auf der anderen Seite aber auch eine anziehende Erfahrung, weil sie merkt, wow, okay, den kann ich nicht so einfach mit meinen weiblichen Reizen rumkriegen, der ist dann wirklich standhaft und das gibt der Frau eben viel Sicherheit. Das zeigt der Frau eben, okay, auch wenn es in der Welt jetzt schwierige Dinge auf dich zukommen, wirst du da standhaft bleiben. Also du kannst der Welt widerstehen, du kannst standhaft bleiben, du kannst zum Beispiel deinen Standpunkt vertreten und das ist eine enorm attraktive Sache. Das ist wieder dieses Wie des Seins, nicht das Was. Und natürlich freut sie sich dann und es ist ja auch in Ordnung, wenn sie dich dann am Ende des Tages vielleicht doch rumbekommt. Das ist ja auch gar kein Problem. Optimalerweise handelst du das so, wenn es an diese Punkte kommt, dass du da wirklich einen relativ klaren Fokus hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, pass auf, ich sitze hier gerade an meinem Projekt, das ist mir gerade wichtig, das möchte ich gerade machen, möchte auch gerne Zeit mit dir verbringen. Ich werde jetzt hier noch 2 Stunden arbeiten und dann nehmen wir uns den Abend Zeit und genießen den Abend, machen uns einen schönen Abend und dann gehört die Zeit vollkommen dir. Also nimm wirklich Zeit und fokussiere sie entweder komplett auf die Frau, mit der du zusammen bist, egal was für eine Art von Beziehung und egal ob es kurzfristig oder langfristig ist, das zählt für alles, das ist immer wichtig. Auch das zählt, wenn du jetzt eine Affäre hast und willst zum Beispiel, dass die Affäre auch über einen längeren Zeitraum geht, dann sind das auch wichtige Punkte, wie sich die Frau mit dir fühlt. Das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Kann nämlich sein, jetzt wo ich darüber rede, dass ich den Titel des Videos umändere, vielleicht finde ich einen besseren Titel, auch wenn ich am Anfang des Videos den Titel erwähnt habe, aber vielleicht finde ich noch einen besseren Titel. Genau, also die Frau möchte einfach sich mit dir wohlfühlen. Dann sagst du zu ihr, guck mal, ich arbeite jetzt 2 Stunden an meinem Projekt und dann hast du meine vollkommene Aufmerksamkeit. Und nicht dieses, okay, jetzt bin ich mit der Frau zusammen, aber irgendwie würde ich gerne lieber woanders sein, dann lass es. Wenn du nicht mit ihr in dem Moment sein möchtest, dann lass es ganz. Dann sei nicht halbartig mit ihr und deiner Aufmerksamkeit. Das ist blöd für euch beide. Du bist unzufrieden und sie ist unzufrieden und da kommt nichts Gutes bei rum. Und wenn du das so handhabst, dann kann es eigentlich nicht passieren, dass du in diese Situation kommst, dass die Frau dich so ein bisschen von deinen Zielen ablenkt. Und dann kann die Frau sich auch sicher fühlen bei dir, dann kann sie sich an, wie man so schön sagt, an deiner Schulter anlehnen, der Fels in der Brandung. Sie möchte einfach nur spüren, steckt da eine gewisse Stärke hinter. Und wir haben, glaube ich, in den vergangenen Videos schon mal über dieses Sexthema geredet und wie es sehr attraktiv für eine Frau sein kann, wenn du sexuell nicht so verfügbar für sie bist. Das hängt eben auch damit zusammen. Also die Frau möchte dich auch einfach nicht kontrollieren können, weil sie dann merkt, oh, okay, da steckt Power hinter. Und Power ist natürlich interessant, Power ist attraktiv. Das ist attraktives Sein. Ne? Also was ich hier natürlich nicht sage, und das will ich dazu sagen, ich sage hier nicht, okay, ignoriere einfach die Frau die ganze Zeit und gib einen Fick auf sie, sondern das Ganze sollte natürlich auf einer liebevollen Basis beruhen. Egal, ob du jetzt mit ihr eine kurze Affäre hast oder eine Langzeitbeziehung, das sollte immer auf einer liebevollen Basis beruhen und du solltest ordentlich mit der Frau umgehen. Und das ist eben ordentlicher Umgang mit der Frau. Es ist eben respektvoller Umgang, finde ich, wenn man zu einer Person sagt, hey, jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit, jetzt bin ich hier voll mit dir, ne? Und jetzt habe ich auch wirklich, bist du auch nur du hier. Ne? Das ist doch schön, das ist doch toll, das ist doch besser als am Handy zu sitzen und nebenbei irgendwas anderes noch zu machen. Nein, volle Aufmerksamkeit, deine Zeit oder meine Zeit gehört jetzt in dem Moment dir. Und dann aber auch zu sagen in einem anderen Moment, okay, nee, jetzt gerade eben nicht. Jetzt gerade bin ich hier voll auf mein Projekt fokussiert und mein Projekt bekommt jetzt meine Aufmerksamkeit. Das ist nur fair und so sollte das auch funktionieren. So habe ich das damals auch im Zuge meiner offenen Beziehung gemacht, wenn ich andere Frauen getroffen habe. Ich habe den anderen Frauen immer gesagt, ja, es gibt hier noch andere Frauen, aber wenn du bei mir bist, hast du meine volle Aufmerksamkeit. Und so war das dann auch. Und dann war das für die Frauen noch in Ordnung. Dann konnten sie sich wohlfühlen mit diesem Arrangement, haben sich wohlgefühlt in meiner Gegenwart. Natürlich kann es sein, dass sie, wenn sie dann von mir entfernt waren, sich wieder gedacht haben, oh nein, ich hätte ihn gerne für mich und ich hätte gerne jetzt auch seine Aufmerksamkeit. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber das sind so, naja, ich sag mal Stolperfallen, die so ein bisschen einhergehen mit diesem multiplen Frauen-Männer-Ding. Ne?
Aber darum soll es hier an der Stelle nicht gehen. Es geht einfach darum, dass du natürlich A, deine Ziele kennen solltest und dich B, dann nicht davon ablenken solltest, beziehungsweise klar strukturiert sein solltest. Und wenn du deine Ziele nicht kennst und nicht weißt, wo du hin willst, ist es nicht schlimm. Dann sollte es dein Ziel sein, herauszufinden, wo du hin willst. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist eigentlich das, was die Frau sehen will. Und worüber wir jetzt reden, das ist dieses Verständnis, was 95% der Männer da draußen, bis 99% der Männer fehlt, dieses Verständnis einfach. Männer denken im Logischen, Frauen sind eher im Emotionalen unterwegs. Und wenn du Frauen verstehen möchtest, dann musst du halt ein bisschen in das Emotionale eintauchen. Dann musst du verstehen, wie läuft dieses Emotionale. Und es ist eben so, wie ich es dir gerade erklärt habe. Es ist dieses sich sicher fühlen. Und das hat nichts mit irgendwelchen logischen Aussagen zu tun, ne? Also logisch klingt es, wenn ich dir sage, hey, wenn du deine Arbeit liegen lässt und was mit der Frau machst, weil sie gerade mit dir shoppen gehen möchte, dann freut sie sich. Das klingt ja logisch, ist ja auch logisch und das tut sie ja auch. Aber auf einer anderen Ebene, die wir dann nicht so richtig greifen können und die vielleicht auch die Frau nicht ausdrücken kann, aber spürt Emotionen, wird die Frau trotzdem etwas enttäuscht darüber sein, dass du jetzt nur halbherzig bei ihr bist, weil sie vielleicht merkt, dass du eigentlich viel lieber bei deinem Projekt wärst. Und sie wird enttäuscht sein, weil dir ein bisschen diese Stärke fehlt, dabei geblieben zu sein. Wie gesagt, das kann sein, dass sie das gar nicht aktiv merkt, also dass sie nicht genau weiß, was es da ist, dass sie einfach nur deswegen irgendwie ein ungutes Gefühl hat, aber nicht genau ausdrücken kann, was es ist. Ne, für uns hier auf der logischen Ebene macht doch Sinn, dass ich dann mit der Frau shoppen gehe, wenn sie Lust hat. Aber auf einer emotionalen Ebene für die Frau, und das ist die Ebene, wo Verständnis für Frauen tatsächlich stattfindet, auf einer emotionalen Ebene für die Frau ist es so, ja, da fehlt eben die Sicherheit, da fehlt so die Stärke. Und die Sicherheit, die Stärke, wenn die Sicherheit da ist, wenn die Stärke da ist, wenn sie dich als zuverlässigen, starken Mann an ihrer Seite erlebt, ne, wenn sie merkt, sie kann dich da nicht ablenken, du hast deine Prioritäten, aber du schenkst auch ihr die Aufmerksamkeit, die sie braucht. Wenn sie das erlebt, dann wirst du eine Frau haben, die immer glücklich an deiner Seite ist. Egal ob affärentechnisch oder in einer längeren Beziehung. Offensichtlich werden Affären dann wahrscheinlich zu deinen Beziehungen werden wollen, aber, ne? Und das ist das Sein, worum es geht. Darum geht es wirklich. Es geht nicht darum, irgendwelche Sprüche rauszukloppen, sondern es geht darum, eben so zu sein. Attraktives Sein, nicht attraktives so tun, als ob. Das funktioniert einfach nicht. Und das kann jeder lernen. Das ist auch unabhängig von, wie gut siehst du aus oder wie muskulös bist du oder wie viel Geld hast du. Du kannst immer attraktiv sein. Und da kann ein Mann auch wenig Geld haben, er kann unglaublich attraktiv für eine Frau sein, sie kann sich unglaublich sicher bei ihm fühlen, selbst wenn er vielleicht nicht so viel Geld verdient. Das ist dann eigentlich nicht so wichtig. Dass Geld mit seinen eigenen Vorteilen einhergeht, ist natürlich klar, aber darum geht es jetzt hier nicht. Und darum geht es wirklich. Und deswegen geht es um die Arbeit auch an dir selbst. Nicht nur an die Arbeit an Techniken, wie das bei manchen anderen Channels immer so ein bisschen rüberkommt. Das wollte ich gerne heute mit dir teilen. Schön, dass du dabei warst. Hier links neben mir abonnierst du den Channel. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.